Samstagelijk niet. All in, all the best. Großartig, ich bin im Himmel. All the best, all for you, all in, let's go. Was? All the best, all in, all for you, let's go. Scheißegal. Kennst du ein Banoklerei wäre schon? Ich bin jetzt gerade hier mit dem Stand und habe gesagt, schau, du siehst, was mit meinen Brüllen passiert ist. Katastrophe. Schämst du eigentlich nicht? Ich meine, wir sind hier der Mainsword, hallo? Da muss man schon ein bisschen Stil haben, gell? Ja, ist schon so. Die finde ich eigentlich noch recht stylisch. Das ist der Burner, du glaubst es gar nicht. Ohne Lüge, die launchen wir an der Men's World. Also wenn du online schaust, an der bonochle.com, du findest sie noch nicht. Darum ist die Nagel neu. Oha! Darf ich dir kurz fürs Behind the Table auslehnen? Hey du, geile Sicht, geile Brille. Machen wir. Oha, ja. Men's World am Start. Beat, vielen herzlichen Dank. Geil! Hauptsache, du nimmst sie wieder mit vom Regalrand. Geht nicht. Geht gar nicht, oder? Danke vielmals. Jetzt sind wir ready für Men's World 2023. Mega geil, die passt zu dir im Fall. Gennaro vom GPC Bern. Dann haben wir Tatjana von Next Level Bier. Ich werde mein Bestes geben gegen die Mama. Dann haben wir den Chief Officer vom Team Broccoli. Oha, Forbet, wie geht's dir? Gut, gut. Fühlst du dich ready, heute Competitions zu machen hier im Behind the Table? Definitiv, definitiv. Ab geht's. Hier bin ich Jägermeister. Mit einem richtig, richtig geilen Sportauto. Was ist das da? Premium Jägermeister ist das. Grossartig. Vielen, vielen Dank. Merci. Oh! Zum Wohl, jetzt geniessen wir das. Men's World 2023. Ja, der ist weg, ja. Der ist weg? Ja gut, der muss meinen auch weg. Cheers! Er ist schon am Jubeln. Herzlich willkommen zum Sub-Soccer hier bei der Men's World. Jetzt hast du nach dem Jägermeister herhocken können. Das ist besser, gell? Ja, ich bin mega dankbar. Keine Chance, er hat keine Chance. Einfach nichts sagen. Der Nino wird es fighten haben, ich sag's euch. Wie ein kleiner Ronaldo. Wie ein kleiner Messi Ronaldo zusammen. Er ist gleich rein. Jawohl! Ja. Du willst dein Goal umdrehen. Der Cheater, schau dir mal an. Ah, der macht das Goal umdrehen. Hast du das gesehen? Das hast du nicht gesehen, gell? Nein, es ist unglaublich. Das ist ja unglaublich. Oh, hey, seis! Bruno gegen Nino. Die Entscheidung im Sub-Soccer-Duell. Oh! Süß! Gentleman's Poker Club Bern gegen Next Level Biel. Und go! Oh, direkt in den zwei Ball sind drin. Es wird einfach mal ginket und kicket. Ja, Tatjana, ja, 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 Goal! Goal! Und? Oh, 1-1. Oh, was? Was? Er hat gerade beide auf das Mal reingeklopft. Das kannst du niemandem erzählen. Das war jetzt aber nicht Gentleman-like. Hat ja auch gerne. Schere ist der Papier, wer anfängt. Wer gewinnt Sub-Soccer Swiss Casinos Poker League? Nino fährt an. Gegen Gennaro. Broccoli gegen GPC. Oh! Oh! Emotional Damage! So! Nino, hast du gewusst, dass ich schon getroffen habe? Ja. Wo hast du getroffen? Ich habe da hinten nicht getroffen. And his name is John C. Ja! Nini, grossartig, sehst du ihn? Wir würden es nicht glauben, aber er ist ihn. Ich habe deinen Noten getroffen. Ja, du hast deinen Noten getroffen, genau. Wo ist der Regierungsamt? Da ist das Zielfernli, da muss er brechen. Wow! Das ist jetzt echt scheiße! Du darfst aber noch ins Bier gehen und die anderen. Da, Huren!
uns kannst du den Plausch haben. Jetzt kann jeder mal eine Fernbedienung nehmen. Kennst du Abix ein bisschen? Nein. Du kennst du aus mit Fernbedienungen? Ich kenne das nicht, aber ich bin auf dem Bauernhof. Also lebe auf dem Bauernhof von dem her. Dritte und letzte Disziplin hier bei uns beim Behind the Table. Du hängst ein bisschen fest, Bro. Komm nicht mehr rauf. Schon wie für heute Abend. Schön war mit dir. Schön, ja. Nicht den Bagger verschieben. Oh. Bruno, was machst du? Ich tue den Laster testen. Ja, ich sehe es. Komm bringen! Oh, jetzt, Tatjana, ja? Konzentration am Brennen. Ja, nein. Ja, so, und jetzt kippt er. Nein. Oh, jetzt checkt er. Jetzt checkt er ihn. Oh, das kommt aber gut. Nicht daneben! Für einen! Okay, gut. Luda. Hey. Jetzt habe ich aber gewonnen. Wie viel hast du geladen, Bro? Viel. Schau mal, wie viel. Ja, viel geladen, ja. Jetzt müssen wir abladen. Natürlich, ist nicht fertig. Wir sehen, sie sind hier ein bisschen am Rasen. Ei. Was machen die da? Da kommt der Erste. Jawohl, angeschoben. Oi. Du, jetzt hat sie da gewonnen. Das ist Tatjana. Ja, ein bisschen beschissen hat sie, aber schau, ein bisschen smart muss man sein im Leben. Es ist wirklich Hammer, dass wir eigentlich eben Poker Academy als Eventagentur, die ja nicht selber einen Club hat, jetzt hier mit der Man's World trotzdem sich kann präsentieren und kann als Host anstehen. Das finde ich natürlich sensationell für euch als Team, oder? Es war super und es ist auch lässig, dass wir auch unseren Spielern etwas bieten können und auch allen Sponsoren, Visibilität und geschäftlich und privat. Nein, ganz ehrlich, herzlichen Dank an alle, die dabei waren, an mein Team wirklich und auch die SBSA und dir. Danke vielmals. Es war mega cool mit euch. Hey, wie hat es dir gefallen? Es war super, es hat mega gefackt. Wirklich coole Sache. Immer wieder gerne. Ich habe ihnen gezeigt, wie es geht, oder? Absolut. Danke vielmals für alles. Es hat mega Spass gemacht. Danke dir vielmals für die Info. Es ist jedes Mal wirklich einfach nur wirklich, ja, Freude. Es macht Spass. Wirklich. Es ist danke vielmals. Auch Man's World selber. Mega coole Location. Ich muss sehr viel anderes noch erleben. Es macht wirklich. Top, Jungs. Kommen alle auf. Nächstes Jahr Man's World. Full House! Ach, wir kommen zu der Rangverkündigung. Was? Platz 4, kannst du damit leben? Nein. Den nehmen wir im Fußball, den Nino! Im Fußball, hat fast mein Handy geschlossen. Aber wir und ich haben uns zweimal Zweiter gemacht beim Baggern und beim Fußball. Drum, Gennaro Nino, Platz 2 wird brüderlich geteilt. Und da geht das Laternen rauf. Herzliche Gratulation, Platz 1 für unsere Lady! Feel free, seid dabei, schaltet das nächste Mal wieder ein. Ciao zusammen.